Hallo Welt, ich bin's wieder, der Michael, mit einem neuen Video am Sonntag hier aus Nürnberg. Ja, und heute geht's weiter mit dem großen Dune 3 Tutorial. Heute kommt der Teil 5 dran, was Kurzes, Knappes, Envelopes. Ja, und wenn ihr nicht wisst, was Envelopes sind, für was die gut sind, was man damit alles machen kann, naja, dann bleibt einfach dran. Los geht's nach diesem Teaser. Ja, und hier sind wir in Bitwig Studio. Die Version ist egal, aber was nicht egal ist, ist die Version hier vom Dune. Und das ist die Version immer noch, die 3.5.1.2. Als VST3 habe ich das hier, das gute Stück. Ja, dann wollen wir gar nicht lang rumlabern, macht die Videos nur unnötig lange. Also, das ist der Dune. Ich habe ja schon das eine oder andere erklärt. Ich habe jetzt gerade mal eben einen kleinen Patch gebaut. Und dieser Patch nimmt natürlich Envelopes in Anspruch. Wie sagt man das? Ja, verwendet Envelopes. Ich glaube, jeder Synthesizer verwendet Envelopes. Ohne Envelopes passiert nichts. Oder, ja, wie soll ich sagen, der eigentliche Tastendruck, der löst ein Gate-Signal aus. Also theoretisch, wenn man es jetzt mal wirklich mechanisch erfasst, dann gibt es das Halten der Taste und das Loslassen der Taste. Und dazwischen gibt es nichts. Also, ja, eins nach dem anderen. Wir bauen mal die ganzen Dinger so nach. Ich baue das nach, dass ich erklären will, dann versteht man es vielleicht besser. Es geht hier um diese zwei Envelopes, die der Dune standardmäßig drin hat, die Filter Envelope und die Amplifier Envelope. Zusätzlich gibt es noch hier die Multistage Envelopes, 4 Stück, die erkläre ich dann danach auch, weil wenn man die oberen zwei erkannt hat, dann sind die anderen gar nicht schwer. Fangen wir mal an. Oder ja, ein Synthesizer, wie gesagt, jetzt drehe ich mal hier ein bisschen was rum. Kein Attack, kein Release, volle Sustain und das Decay ist mir auch egal. So, das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Summer an eine Batterie anklemme und das Kabel halte und nicht halte, ist genau dieser Effekt. Wenn ich die Taste drücke, kommt der Ton, wenn ich die Taste loslasse, ist der Ton weg. So, und wenn ich das verändern will, das Verhalten über die Zeit von so einem Tastenanschlag, dann nehme ich eine Envelope her. Und ja, eine Envelope wird eigentlich immer über ein Gate-Signal getriggert und die Gate-Signale kommen entweder aus dem Arpeggiator oder aus der Klaviatur. Ich kenne jetzt kein anderes, keine andere Quelle, die hier im Synthesizer irgendwo ein Gate-Signal erzeugt. Vielleicht fällt mir keine gerade ein, dann, wenn ihr eine wisst, dann schreibt das in die Kommentare. Na gut, also ein Gate-Signal, aus dem kann ich ein Modulationssignal machen. So, und dieses Gate-Signal, also das jetzt hier, dieses Ein und Aus, Aus ist 0, 1 ist 100% Anschlag. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Also ich habe hier 0 Signal und 100% Modulationssignal. So, und jetzt kann ich zum Beispiel mit der Amplifier Envelope, das ist fest verdrahtet, kann ich die Lautstärke des Synthesizers steuern. Zwischen 0 und 100%. Oder also 100% ist das, was hier eingestellt ist. Und jetzt habe ich hier diesen Attack-Knopf. Und mit dem Attack-Knopf sage ich, wie lange brauchst du denn von 0 auf 100%? Also ganz aus ist sofort. Und voll aufgedreht, weiß ich nicht, welche Zeit dahinter steckt, aber es ist ziemlich lang. Dauert jetzt.
Und diese Einstellung ist auch nicht linear. Also je weiter ich den aufdrehe, umso verhältnismäßig länger dauert es auch. Na, jetzt ist schon ziemlich schnell das Signal da. Und jetzt dauert es immer länger. So, das ist die Attack Time in der Amplifier Envelope. Und dann gibt es ein Decay. Und das Decay ist auch wieder eine Zeit, wie lange es denn braucht, um nach dem Erreichen der 100% auf den Sustain-Level abzufallen. Also diese zwei gehören zusammen. Und wenn der Sustain-Level jetzt hier 100% ist, verändert sich ja nach dem Attack gar nicht. Nichts. Also Sustain ist der Haltewert. Wenn ich die Taste nach dem Attack schwingt nach oben die Lautstärke und geht dann nach dieser vollen Lautstärke auf den Sustain-Level runter. Wenn der Sustain-Level hier auf 100% ist, dann geht er nirgendwo hin, also brauche ich auch keine Decay-Time. Ansonsten, wenn ich jetzt sage, gehe mir hier auf 25% Lautstärke, wenn ich jetzt hier 0 Decay-Time habe, dann geht er nicht auf die 100%, sondern dann geht er sofort hier auf die Sustain, auf den Sustain-Wert. Also jetzt, wenn ich jetzt hier. Jetzt geht er nie auf die 100%, sondern jetzt geht er auf den Sustain-Level. Wenn ich jetzt aber eine Decay-Time einstelle, also die Zeit, wie lange es braucht, um hier abzufallen auf diesen Sustain-Level, steigt er an und jetzt fällt er wieder ab. Und dann gibt es eben noch eine Release-Time und die Release-Time, die sagt mir, wenn ich die Taste loslasse, wie lange dauert es dann, bis der Ton wieder, also bis die Lautstärke wieder auf Null fällt. So einfach ist das. Und so kann man jetzt verschiedene Klangcharakteristika ausprägen. Und man sollte immer im Hinterkopf haben, dass ja nicht nur der Ton ausmacht, was für ein Instrument ich mir gerade baue, sondern auch die Dynamik, also das Verhalten, das Wechselspiel zwischen laut und leise sehr viel ausmacht. Wenn ich zum Beispiel einen Plug-Sound habe. Oder? Oder ein Pad. Das kann ich alles mit der Amplifier Envelope machen. Wenn ich mir jetzt mal dieses Amplifier weglasse, dann habe ich eine Envelope und mit der Envelope kann ich diverse Sachen modulieren. Jetzt mache ich mal hier keine Attack Time, keine Decay Time, volles Sustain, ein bisschen Release. So. Und jetzt habe ich hier oben nochmal eine Envelope, die Filter Envelope. Also diese zwei Envelopes, die sind fest verdrahtet mit einem Modulationsziel. Also hier gehe ich auf die Lautstärke hier von meinem, oder eigentlich diese Lautstärke hier, von diesem Sound Layer. Und mit der Filter-Envelope kann ich die Cut-Off-Frequenz steuern. Die ist jetzt hier bei dem Filter 1 voll offen. Das heißt, es ändert sich gar nichts, weil dieses Modulationssignal kommt hier oben drauf. Also das wird dazu addiert zu dieser Cut-Off-Frequenz. Und wenn ich zu 100% was dazu addiere, bleibt es 100%. Also mehr als 100 geht nicht. So, um mich jetzt, wenn ich jetzt hier einen Effekt hören will, muss ich erstmal die Cut-Off-Frequenz runterdrehen. So, Filter habe ich schon erklärt. Filter nimmt Frequenzen weg aus meinem Spektrum.
So, warum klappt es jetzt hier nicht, obwohl ich hier ja irgendwie so ein bisschen was eingestellt habe? Ja, weil ich hier den Envelope Amount einstellen muss. Und das ist hier diese Filter Envelope. Und das ist jetzt der Wert, der hier oben drauf kommt. Ja. Und je mehr ich jetzt hier dazu mache, umso mehr packt er jetzt hier drauf und auch wieder in diesem zeitlichen Verlauf. Wenn ich hier die Taste drücke, dann habe ich eine Attack Time, hier überhaupt keine Attack Time, ganz kurze Attack Time. Und dann braucht es die Decay Time, die Decay Zeit, bis um auf den Sustain Level abzufallen. Na, wenn ich jetzt hier ein bisschen hochdrehe, dann geht er erst nach Loslassen der Taste auf den Nullwert zurück. Ja, man hört jetzt hier, dass der Filter hier immer weiter aufgeht. Ja, und das sind diese zwei Envelopes. Jetzt gibt es hier noch einen Analog-Taster und das hat mit dem, glaube ich jetzt so ganz sicher, bin ich mir nicht, mit dem Retrigger-Verhalten zu tun. Das soll analoge Schaltkreise simulieren. Müsste ich jetzt aber genau nachlesen, was da passiert. Was ich merke, dass es lauter wird. Also es hat ein bisschen ein anderes Ansprechverhalten und ich glaube auch, dass das damit zu tun hat, fällt er jetzt mal auf 0 ab oder addiert er dann wieder gleich, also wenn die Envelope noch nicht ganz abgefallen ist, fängt er wieder von 0 an oder macht er da weiter, wo er an dem Punkt, wo er gerade war. So, Envelopes. Jetzt kann ich mit diesen Envelopes natürlich noch mehr machen. Ich könnte zum Beispiel mit der Filter Envelope natürlich auch die Resonance verändern. Das muss ich dann aber über die Modulation Matrix machen. Da sage ich einfach hier Filter Envelope Destination, kann ich ja hier mit diesem Fadenkreuz machen auf die Resonance. Und jetzt habe ich hier natürlich keinen Amount Knopf, ich habe aber hier einen Amount Eingabefeld. Ja, und jetzt hört man es. Jetzt habe ich hier eine Modulation über die Envelope auf der Resonance. Ja, das ist eine Envelope. Und jetzt gibt es auch noch hier drin freie Envelopes. Das sind die Multistage Envelopes hier unten. Und wenn ich jetzt hier mal so eine klassische Attack, Decay, Sustain, Release nachbaue, dann sieht man vielleicht besser, was damit gemeint ist. Ich habe halt dann diese Drehregler ja nicht. Eine Multistage Envelope ist nichts anderes als so eine Envelope, nur dass ich die frei malen kann. Also ich klicke hier einfach rein, habe jetzt hier meinen Attack-Anteil, da gehe ich von 0 auf 100%. Dann habe ich meine Decay-Time, die brauche ich, um auf den Sustain-Level zu kommen. Und dann habe ich hier einen, ab hier würde ich dann die Taste loslassen und diese Zeit, das ist die Release-Time, die braucht es, um wieder auf 0 abzufallen. Ist jetzt nicht genau exakt das Verhalten hier. Aber man sieht hier den Punkt. Und diesen Strich müsste man sich jetzt als Loop vorstellen. Das wird jetzt ständig hier dieser Bereich gehalten. Und wenn ich dann loslasse, wird dieses Segment hier abgespielt. Ja, und mit den M6 habe ich jetzt hier eingestellt, kann ich eben im Endeffekt genau das gleiche machen jetzt hier wie mit dem Envelope Amount. Sage ich jetzt hier als Quelle die M6 und sage als Ziel das Cutoff, gib mir einen Amount drauf. Und jetzt sieht man eigentlich ganz gut,
sehr schön visualisiert, was eine Envelope macht. Man hört es auch. Und wenn ich jetzt die Attack Time verkürze, ja, dann sollte jetzt jeder begriffen haben, was damit gemeint ist. Na gut, also, das ist es dann schon für heute. Kurz und knapp, Envelopes. Habt keine Angst. Übrigens, wenn irgendwo abgekürzt steht ADSR, dann ist es eben dieses Attack, Decay, Sustain, Release. Das ist so die typischste Envelope. Es gibt dann oft noch eine AHDSR. Also da steht noch ein H dabei. Das ist dann ein Hold-Anteil. Da bleibt er auf dem Maximum-Level. Und dann gibt es manchmal noch so ein Fade. Da steigt dann der Level nochmal an oder fällt nochmal ab an bestimmten Segmenten. Ja, da gibt es verschiedene Ausschmückungen. Oh, Entschuldigung. Es ist 10 vor 12. Ich werde müde. Ja, das war ein Anzeichen für mich. Genug gelabert. Man muss die Videos ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Envelopes, ich glaube, dazu ist alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen rechten Daumen nach oben freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen linken Daumen nach oben. Natürlich freut es mich auch unbandig, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Habt die 400 erreicht heute. Kleiner Meilenstein. Schauen wir mal, wie lang es bis zu den 500 dauert. Dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und bis zum Video am Mittwoch. Euer Michael hier aus Nürnberg. Ciao und gute Nacht.